Das Ziegel und Klinkerwerk Gilrath ist ein Familienunternehmen. Ich mache das zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater. Mein Bruder und ich, wir sind jetzt Geschäftsführer seit 2015 und sind jetzt die vierte Generation. Wir stellen hier am Standort in Erkelenz Ziegel, Klinker, Klinkerriemchen her und vertreiben diese deutschland- und auch europaweit. In den letzten 10 Jahren konnten wir unsere Bruchquote stark reduzieren. In 2011 angefangen hatten wir noch eine Bruchquote von ca. 350.000 Ziegeln. Diese Quote konnten wir im Jahr 2019 auf ca. 150.000 Ziegel reduzieren. Wir konnten diese erhebliche Reduzierung von dem Bruch durch eine Materialanpassung erreichen. Wir haben also Rezepte für unsere Tonmischungen angepasst und somit die Qualität erhöhen können. Klinkerbruch ist für uns immer noch ein wichtiger Rohstoff. Das heißt, wir können das nutzen, um daraus Ziegelmehl zu machen. Ziegelmehl kann man vielseitig einsetzen. Wir können es einmal in der Produktion wieder einsetzen, indem wir es als Recyclingmaterial bei der Neuerstellung von Produkten wieder hinzugeben. Da können wir Quoten von 10-15% erreichen. Oder wir verwenden das Ziegelmehl für ganz neue Projekte. Zum Beispiel haben wir schon Ziegelmehl verwendet, um dies in einen Sichtestrich einarbeiten zu lassen. Das bekommt dann eine Terrazzo-Optik und ist natürlich auch optisch sehr schön. Gleichzeitig können wir aber auch Ziegelmehl für die Substratverwendung nehmen bei Dachbegrünung. Wir haben uns in den letzten Jahren dafür entschieden, viel mehr Klinkerriemchen herzustellen. Der Grund ist dafür, dass einmal natürlich die Nachfrage nach Klinkerriemchen gestiegen ist, aber gleichzeitig ist zum Beispiel der Einsatz von Energie je Quadratmeter Klinkerriemchen nur ungefähr 20% im Vergleich zu einem Klinker. Das heißt, man spart nicht nur Material ein, sondern man spart auch Energie ein. Wir haben, nachdem wir einen Circular Design Workshop mit der Effizienzagentur gemacht haben, eigentlich überlegt, wo können wir noch Kreisläufe schließen. Und ein Thema war dabei zum Beispiel, dass an der Baustelle immer auch Klinkerbruch entsteht. Dieser Bruch wird einfach häufig nur wieder entsorgt, ohne dass er eine weitere Verwendung findet. Und dabei haben wir uns dann einfach überlegt, wir können Big Packs zur Verfügung stellen und zur Baustelle liefern. Und an der Baustelle können diese Big Packs dann mit Bruch gefüllt werden und wir nehmen diese zurück und machen daraus wieder Ziegelmehl. Und das ist dann eigentlich ein geschlossener Kreislauf. Wir planen aktuell weitere Maßnahmen im Bereich Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Wir wollen nun ein Recycling-Ziegel 2.0 entwickeln. Dies möchten wir gemeinsam mit einem weiteren Partnerunternehmen machen und so dann den Einsatz von Primärrohstoffen deutlich reduzieren. Ich würde die Effizienzagentur NRW eigentlich jedem Unternehmen empfehlen. Wir haben durch diese Zusammenarbeit sehr viel gelernt. Wir haben ein ganz neues Bewusstsein bekommen für das Thema Ressourceneffizienz, für Einsparungspotenziale und auch für das Thema Kreislaufwirtschaft.